Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Röpping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir diesen Hafen hier, den Isolt-Hafen, betreten, weil wir müssen ja immer noch nach einer Freundin von Magilu suchen, die was über dieses Buch weiß, was wir entziffert haben wollen. Und ja, erstens mal wieder, ich habe nichts hier anscheinend entsendet, was soll das? Also gehen wir mal hier hin. Ich habe diesen Vulkan hier freigeschaltet auf Screen, was ich nicht wollte, aber ja, jetzt habe ich ihn und ja, jetzt haben wir den. Gut, so viel dazu. Ich habe, glaube ich, ein bisschen gelevelt, ist schon wieder so lange her, ne? Und ich habe mit Eleanor eine neue Art gelernt, dreifach Trommel, Schocktrommel, ne, Schocktrommel, nicht dreifach Trommel. What? Was jemand anders? Hä? Hier, meine Güte. Boah. Ja, Schocktrommel, neue Art. Bei Level 27, glaube ich. Dann habe ich mit ihr, glaube ich, Lagerverwalterin bekommen. Ja. Ich glaube, das sind 30 Drops von den Gegnern oder so gewesen. Und mit Velvet habe ich Schwachstellenjäger hier bekommen. Bei 500 Schwachstellen-Kombos. Und das war es eigentlich. Nein, das war es nicht. Ich habe noch ein paar Sachen gedroppt bekommen, ja, waffenmäßig. Und zwar einmal Wurfpumps, glaube ich, ja. Ja, hat sie sogar gerade angezogen. Und ein Dämonenhackball, also beide Sachen für Velvet. Alles in den Nocksümpfen bekommen durch irgendwelche Drops. Und ja, das war schon. Ich bin da kurz davor, wieder ein paar Titel zu meistern. Habe ich natürlich nicht offscreen gemacht, weil sonst wird das hier wieder länger dauern. Und hallo, von da kam ich, glaube ich, ne? Ja, wir müssen uns noch hier ein bisschen umschauen, was hier so los ist und so. Ich bin da letztens hier einfach nur zum Speicherpunkt gerannt und muss ich überhaupt hin, ja. Da ist ein Ausrufezeichen, da ist ein Fragezeichen. Was ist dieses Lied an den Dingen auf der Karte? Das muss ich unbedingt wissen. Wow. Wow. Okay. Boah, diese Stadt erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht, an Pokémon, ja, an Rubin und Saphir. Da gibt es irgendwie so eine Stadt, irgendwie auf Floß nur so gebaut ist. Ich meine, das sieht ja nicht so aus, aber es erinnert mich ein bisschen so daran. Haben wir ja Gasthaus. Hi. Sagst du irgendwas? Was? Warum haben wir nicht gesprochen? Normalerweise sagen neue Ausrufezeichen-Typen immer irgendwas. Manche Leute im Nordwesten kritisieren die Menschen von Südkant dafür, dass sie Pengions essen. Ich wurde im Südkant geboren, bin auch hier aufgewachsen, aber ich kann sie verstehen. Schließlich essen sie im Norden auch Spaninchen. Und das ist absolut grausam. Ja, da wird vertagt. Ah, jetzt geht er. Logres to kraberto, zuiben funiki ga chigau wa ne. もっとのんびりしとった。だが、最近は都会に憧れる若いのも増えてな。随分せわしくなったもんだよ。清涼のおかげで、ゴーマ病が出始めた頃に比べたら、暮らしやすくなってきたでしょ?人が各地を行き来するようになったことで、船の需要も増えて、この島の材木の需要も増えたの。金が入って、潤った人々の生活が変わり始めたというわけじゃな。 やっぱり中央から来る大麻市や兵士はどこか垢抜けてるし、外から来る人たちはこの島と違う服を着て、この島にはないものを持っているでしょ。刺激の多い町場に憧れの場所、踊り踊らされる。その愚かさこそが若者のすべてじゃからの。そんなことしてると島の伝統が消えてしまうと、わしは心配してるんだがね。おじいちゃんの気持ちもわかるんだけど、 Insel hat Tradition 104. Was? Nicht mal hoch. Eine Truhe oder so? Nee. Mein Gott, das ist schon wieder ein bisschen zu lange her. Muss erst mal wieder hier reinkommen, wie alles funktioniert und so. Das ist furchtbar. Eine goldene Truhe. Seidenpapier. Bin mit ihm noch Sachen am Nähe, wenn ich nicht, ja, mit Wasserangriffskraft
so irgendein Wasserangriff. Ich glaube, so artmäßig nicht, also Mystic Arts nicht, verborgene Arts. Malak Arts, meine Güte. Okay, wo als nächstes? Hier geht's runter, okay. Und das ist eine Silbertruhe. Giftwehr, das haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Wir haben Schockwehr, wir haben Flammenwehr und so. Na, die beiden sind kurz davor. Ihre Ringe hier, boah, die sind genau gleich zu meistern. Und ja, Giftwehr, Gift ist ein bisschen nervig. Aber eigentlich sind alle Staatskrankheiten nervig. Flammenwehr kann sich nicht heilen, obwohl, oh, da ist eine Katzruhe. Du kannst ja bei jeder Staatskrankheit nicht heilen, aus irgendeinem Grund. Und irgendwie Flammendingens hier voll sinnlos macht, und das sieht doch verdächtig aus. Diese Pflanze. Gibt's ja eigentlich auch einen Shop oder so, habe ich schon mal hier nachgeguckt. Ich bin direkt zum Speicherpunkt gerannt letztens, ne? Ich glaube ja. Und ein paar Dinge schnell wenden. Übrigens, mein Mikrofon ist irgendwie voll übersteuert gewesen. Boah, ernsthaft. Mikrofon ist voll übersteuert gewesen, so in den letzten Minuten der Aufnahme. Ich weiß nicht wieso. Ist mir in einem anderen Projekt auch passiert. Ich verstehe nicht, was das soll. Habe ich glücklicherweise noch ein bisschen runterdrehen können, aber trotzdem, das ist ganz schön nervig. Muss ja nicht unbedingt sein, ey. Also richtig laut, das war furchtbar. Ein paar Mal passiert in letzter Zeit. Kann ich darüber, kann ich nicht. Eine ist die letzte Truhe noch. Okay. Muss ich überhaupt? Ach, da muss ich hin. Da ist ein Stern. Immer der Kosovo, Atariwa, Nitzka, Retterke, das Kunde, Zaibuka, Sausgand, Nokiga, Ichiban, Nanda. Konozio, Dakini, Sesoksel, Ukiuki, war. 製材すると軽くて丈夫で腐りにくくて造船に適してるんだよね。よく知ってるな。これ、アイゼンフォアエアクレア。まだミッドガンドとサウスガンドが別の国だった頃、この島のご先祖が浮き浮きの生まれたを組んだイカダでミッドガンドまで渡ったんだ。イカダで海峡を渡ったことに驚いたミッドガンドの職人は、ご先祖と一緒に島にやってきた。その人が ちょっと男性とオフテンディアロー。お前まで来たわ。それをきっかけにミッドガンドとサウスガンドの貿易が始まって、一気に大航海時代が始まった。まあ、ガンダスコースピラーの時代だった。みんな浮き浮きしてたのに、数十年後。まあ、二十年前、実はイエスピラーの時代に。皮肉だね。自分たちの島で取れた材木を使って敵が船を作って攻めてくるなんて。 結構長い間ドンパチやってたんだが、結局はミッドガンド王国が勝って支配者となった。大航海時代は大航海時代なんて、ご先祖たちは嘆きながらも大笑いしたそうだよ。辛いのに笑ったの？サウスガンドの人たちってのは、もともとは明るくて元気な気質なんだよ。今はいろいろあるが、昔は笑い声の絶えない島だったらしい。 スマイルガンドなんて呼ぶ人もいたそうだよ。スマイルガンドか。楽しい島。 Wenn wir dahin gehen, ist alles tot ernst, ne? Trank des Lebens. Ich hatte nicht maximal. Wie kann das denn sein? Muss hier mal einen Shop finden. Okay. Die Katastrophe. Wo war sie? Was? Bonk. Gib mir Zeugs. Langsam wird es ein bisschen knapp in den Seelen. Hallo, und Sonnenbrille. Hey, die kannte ich doch. Die sah voll stylisch aus. Kann ich da runter? Boah. Wieder ist eine unsichtbare Wand. Ich dachte, das ist ein Rollenspiel. Open World und also was. Haben wir eine Kirche. Komm, lass mal wieder ein paar Priester irgendwie auf den Arm nehmen. だぞ、あいな。豪不可き罪人よ。パー。懺悔なさい。俺が。懺悔することはないぞ。いやいや。あなたの出た力は相当な罪の気配を感じます。今ならまだ間に合います。罪を告白して
あ、かも、こう、ハワイのラオス。どう言われても心当たりがない。暴力を振るったことがあるのでは。いいや。俺が振るうのは刀だけだ。その刀で人を傷つけたことがあるでしょう。そう。傷をつけるだけで殺せなかった。俺の未熟さだ。次は必ず切り殺すぞ。悔い改めるところが違います。切ったことを反省してください。おう。 もっといい切り口で切れってことか。そうじゃなくて。ああ、さっぱりわからん。司祭は人間を導くのが仕事だろう。もっとわかりやすく話さないと誰も信用せんぞ。しっかりしろ。はい、反省します。待って。あれ?待って。ゼロロコ。 Ich weiß noch, meine erste Beichte, da mussten wir irgendwie in der Kirche irgendwie beichten und ich war mir auch keine Beichte, wo sie, weiß ich nicht, das war, da war ich noch ein Kind halt, ne, was soll ich da groß angestellt haben? Keine Ahnung. Dann ging ich da rein, wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und habe ich einfach irgendwas gesagt, so, ja, ich bereue es, irgendwie andere Kinder zu schlagen oder irgendwie sowas, oder andere zu ärgern oder so, da habe ich sowas nicht mal annähernd gemacht. Ich bin, weiß nicht, bin sehr, weiß nicht, scheu gewesen und hier müssen wir hin, ne? Ich bin ein sehr scheues Kind gewesen, ruhig. Also ich war weit entfernt irgendwie, aber ich musste ja halt irgendwas sagen, da war halt, weiß nicht, von der Schule aus oder irgendwie sowas. Und ja, was soll ich dann machen? Mich einfach reingehen und nichts sagen oder hat dabei auch irgendwie doof. Aber irgendwas gesagt, was überhaupt nicht stimmt. Ja, als Kind habe ich schon Priester angelogen. Geil, ne? Okay, weiter. So, boah, da gibt es Shops und hier muss ich auch noch voll viel erkunden. Was macht ihr denn da unten? Kinder, können jetzt wagen zu spielen. Töpfer. Ja, ich spreche nicht mit allen NPCs. Ich spreche mit gar keinen NPCs mehr, habe ich das Gefühl. Kann ich vielleicht mal machen. Aber ich bin nicht so eine Person, die sich alle Informationen irgendwie merken kann, deswegen. ふざけ続けるなら、サメの餌にするぞ。ごしょうじゃ、せめてクラーケンのおやつにしておくれ。なんなら、私が食らって。あいつ。ああね。引き継ぎはすべて済ませて。着任と同時に、あなたの指揮でみなが動けるように。助かります。 でも姉上の手際と比べられて僕の至らなさが皆に知られてしまいそうだ。バカなことを。あなたには特別な力と素質がある。パラミデスへの派遣もアルトリウス様の期待があればこそです。臆せずいつものあなたでいればよいのです。自分の力を信じて。はい、しっかり務めます姉上。 ラミデス、この島にそんな施設があったかしら。もう行かないと。道中お気をつけて。あ、そうそう、ハリアのゴーマには注意してください。思いのほか手強く、手負いのものも出ています。心得ました。 それから生水は飲まないように。金上。おせっかいすぎますね。分かっているのですが、どうしても。Ich hatte noch ein Auge verlierst, ne? ハリアのゴーマ。派手に暴れてるゴーマがいるみたいだな。事実なら。利用できるかも。それにしても奇遇じゃな。
わしらがここに来たタイミングでオスカー参上とは。私を疑うのはわかります。でも、証拠があるのですか？証拠はない。でも、大魔師のあんたは、聖霊の断りとつながってる。わしらには仲間のつながりがないかな。エレノアは、告げ口なんてしてないよ。どうかのう。お風呂に入るときも監視しとるのか？お風呂のときは、僕、外にいるからわからない。いろんな人がわい。その間に清涼とこそこそ話をするくらいはできるというわけじゃろ？死ぬまで従う約束だったわね。その通りです。お前たちが潰し合っても清涼が喜ぶだけだぞ。厄介なゴーマと裏切り者が一度に片付く。揉めてる間にクリモ姉さんが暴れてるゴーマに襲われるかも。確かに、もう少し町の人に話を聞くのが先決ね。Okay. Träger und Privatsphäre. 実際のところどうなの？え？精霊と器の関係、意識や感覚の共有みたいなものはあるの？あ、うん。体の中に入ってる時にはエレノアが見たり聞いたりしたことはわかるよ。でも気持ちや考えてることまではわからない。箱に入っても箱の気持ちはわからないでしょ？Gehst du kein Fühlen? Nara, できるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわね。一緒にお風呂に入るのは嫌だよ。わかってる。あんたも年頃の男の子だもんね。お風呂はビエンフ。あいつは違う。あたしかマギルーが何とかするとして。あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの？寝るときは？寝る前に話をすることはあるけど、ベッドで隣に寝たりはしないよ。エレノアの体の中に入ってる方が、エレノアが起きた時にも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったの？ううん。今のところはないよ。それに、すごくよく寝てる。ベルベットたちと一緒にいる時は顔が怖いけど、寝てる時は、もっと優しい顔って。っていうか、髪も下ろしてるし、なんか可愛いって思った。ああいうのが好みなんだ。でもそれはそれ、監視は監視。でも、年上の女には気をつけなさい。え？Man hat sie gerade einen kleinen Jungen an, was er hat, oder eine Schwester. オスカーって仲のいい兄弟なんだね。訓練生時代から二人を知っていますが、喧嘩しているのは一度も見たことがありません。ベルベットは弟と喧嘩しなかった？そうね。叱ったりすると弟が拗ねて口を聞かなくなったりしたけど、それも可愛かった。可愛い？意地を張っても、背伸びして大人びたことを言っても、気づくと私の後をついてきてて。まるで子犬じゃのう。犬の方がよっぽど言うことを聞いてくれるわ。でもやっぱり放っておけなくて。弟って不思議な生き物なのよ。ボクロウも可愛いのかな。え？自分を切り殺そうとしてる弟なんて可愛いわけないでしょ。でも自分は楽しそうだったよ。あんた時々理解の外へ飛んでいくわね。え？そうかな。とか、お主、兄弟姉妹は？一人っ子です。ならばちょうど良いではないか。この際、坊を弟にすればよかろうって。え？
それは極端な話ですが、ライフセットと話していて、弟がいたらこんな感じかなと思うことはありますよ。僕がエレノアの弟。ライフセット。そんなザレ事本気にしないで。精霊を道具として扱うタイマシン。あんたを弟みたいに思うはずがないでしょ。あ、うん。道具扱いの件に関しては、すでに考え方を改めています。だからこそ、弟を感じるのです。本当ですよ。うん。信じちゃダメよ。こんな上手な言葉。自分の言うことを押し付けているあなたの方が、よほど道具扱いしているように思いますけど。おうおう、弟をめぐって二人の姉の対決じゃ。ボーの好みはピッチ、ウィッチ、ピッチ。お兄さんがいいよ。おこう、komm her。Ich lass mich mit deinen Schwertern spielen. Boah. Ich weiß nicht, ob mir dieses aufgezwingte Pairing eher so gefällt. Das ist das, was mich auch in. Was mir auch in Tales of Graces F nicht so gefallen hat. Die Leute, die hier sind,安全の祈願もみんな雨の地様にお祈りを捧げたの。今もその信仰は続いてるのか？聖霊の神様は可能主だろ。ほとんどの人は聖霊の言う通りにしてるんだけど、奥地にあるハリア村だけは事情が違ってね。その村だけは今でも雨の地様。なら、お前もらへん、nehme ich an。聖霊とはちょっと揉めたりしてるの。ゴーマを退治してくださるのはありがたいんだけど、信じる神様まで決める必要はあるのかしらね。あるんだろうさ。聖霊にとっての断りってのがな。ま、心なんてものは縛れるものじゃないけどな。Das ist ein sehr friedlicher Part hier, habe ich das Gefühl. Wenig Hektik und ich sollte mal vielleicht, obwohl er...Questzeichen ist da beim Shop, deswegen ich darf vielleicht noch ein bisschen ausweichen. Hier haben wir wieder eine Truhe. Schatzjägerin. Hier. Wow. Neu gefundene Schätze. 180 nur noch. Okay, cool. Ich wäre schon froh, wenn wir einige Titel ja komplett hochgelevelt haben.Weil ich mich auf andere Sachen konzentrieren, so auf Screen. Das ist auch was. Okay, da ist noch ein Ausrufe, das ist aber da oben wahrscheinlich, ne? Ja, viel passiert hier nicht anscheinend. So.若者の永遠の悩みってやつだね。あ、オーブン。この島で毎年行われる成人の儀式って聞いたことあるかい？確かバナナやパレンジをぶつけ合う派手な祭りだよな。What？ でもバナナやパレンジはずいぶん昔の話だよ。Sie haben mit Steinen geworfen。重ねるうちに投げるものが変わってね。人ってのはより派手に過激にって求めるだろう。気づけば。スイカを丸ごと投げ合うようになってた。ガエ。スイカが当たったら結構痛いよね。ああ。でもスイカはまだマシだったよ。最近はヤシの実を投げ合うようになった。ヤシの実は半端なく硬いじゃろ。そうなんだよ。岩を投げ合ってるようなものさ。そのせいで毎年大人になれないやつもいてさ。それってつまり。Aber die vorher sterben wahrscheinlich。Geschirr, Gehirnerschütterung, also was bekommen. Ore Mototo, so no Gischkini denakia naranai. Demo sa, do kangaete mo abuna sugiru daro. Teuka, so na koto ga otona ni naru koto nano ka? Kiken wo kokufuku suru koto de, otona da to mitomeru yona korai no kanshi wo ukezuide iru ningen wa tashika ni iru. Masani, so iu furukusai renchuu ga iru nda yo.最近の若いやつらは軟弱だとか言っちゃってさ、自分たちの時はバナナとかスイカだったくせに、しかも
スイカには切れ目入れてたって言うし、ヤシの実に切れ目を入れてもあまり効果はなさそうですよね。だからここで黄昏れてたってわけか。恥ずかしながらね。嫌なら儀式なんてやめればいいでしょ。でもそうもいかないんだよ。周りのノリとか付き合いもあるし。そういうのをやめる判断ができるのが本当の大人じゃないの？あ、まったく。その通りだよな。俺も大人になるよ。加減もせずに運転してるのがガキだって話でしょ。おっしゃる通りで。Ah. Jugendlichen kann man es nicht recht machen. Okay. Da ist. Wie bist du denn? Nico, die jüngste Tochter der Charakterkartenfamilie. Prinzessinnenkarten mag ich am liebsten. Lass uns zusammen spielen. Sollte ich vielleicht auch mal irgendwann machen. Noch gar nicht versucht. Verdammt. Da müssen wir wahrscheinlich gleich hin, ne? Also mit gleich meine ich nächste Folge. Pinguine! Oh, oh geil. Aber ich wollte schon sagen, tragen die alle einen Schal, so wie ich. Okay, gucken wir mal noch, was die Cutscene jetzt zu sagen hat. Im nächsten Part wahrscheinlich einkaufen oder so. Zerstören. Und... Boah, was zum... Ey. Blockiert doch nicht hier den Eingang, Mann. So, wir haben alle Thron. Keine Ausrufe für die Dinger sind hier. Gucken wir mal im Gasthaus, ob da irgendwas los ist. So, Plaudereien mäßig. Plaudereien, das gibt's. Hießen die schon immer in deutschen Version Plaudereien? Da hießen die auch Skits. Hä? Okay. Was geht? Kono ningyo, Bienfu ni niteru. Boya, kiniitta no kai? Kore wa Seishu Amenochi-sama no ningyo da yo. Seishu Amenochi-sama? Kore ga? Aa, machigai nai. Ore wa Amenochi-sama o mitan da. Igen tappuri de, taiso o ikari no yo datta yo. Mita? 怒ってたってなんで？清涼はサウスガンド領で盛んだった雨の地信仰を禁止したんだよ。それで雨の地様はへそを曲げちまったんだろうな。話しかけてみたんだが何を言ってもふん、はあ、あっそしか言わないんだ。それって見上げやよ。そのやる気のない神様はこの人形の姿をしておったのじゃな。おお、ほぼほぼな。という奇遇じゃ。その気だるい神様こそグリモ姉さんじゃ。人間じゃないのかよ。人間とは一言も言っておらぬ。いやいやよ、どこで見た？あげ。この先のまくれる浜だけど。渚で黄昏れておるとはますます姉さんらしい。さあ海へ急ぐぞ。なんで先にグリモワールが精霊だって言わないの？危機管理じゃよ。どこでスパイが聞き耳を立てておるかわからんでな。Nee, so sieht sie also aus. Oh Gott. Nee, sag mir nicht, sie ist so nervig wie Bienenfu. So, Finstertrank. Kaufen wir mal. Hab ich auch ein paar benutzt. Amphibolpapier. Oh, neue Waffen sehe ich gerade. Amphibol. Lerngeschwindigkeit, geil. Montur, Weste, Mon, was? Ja, ich brauche ein paar mehr, nehme ich an. Müdigkeitswehr, Amphibol Stiefel. Ja, ich brauche ein paar mehr. Wuff. Wollte mal hochgegangen. Gerade gesehen. Okay. Werden die wahrscheinlich ausgehen, ja, alle ausrüsten. Was für was? Ladungseffekt, Aktivierungsgeschwindigkeit um 12% erhöht. Bei Arzt oder was? Weste. Weste. Ja, im nächsten Part tue ich dann alles aus. Jetzt tue ich halt hier alles aus. Was, Mann?
Ne, der hat noch. Okay. So, wenn die Expedition jetzt mal zurückkommen würde. Perfekt. Geh schon mal da draußen. Ich nehme jetzt mal an, da kommt irgendwo ein Speicherpunkt oder vielleicht irgendwie so weit. That Mask. Ich hoffe, da ist irgendwo ein Speicherpunkt oder so. Ich da rausgehe. Die Expedition ist zurück. Haha. Boff. Echsenschwanz. Oh. Echsenschwanzsteak. Ob das hier unseren einen Echsenkollegen gefällt? Neue Gegner, neues Gebiet. Schon ein bisschen lange her, glaube ich, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich speichere hier und beende den Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ja, bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage, wuff, tschüss, bis zur nächsten Folge.